Willkommen, liebe Freunde, zum Let's Play Forza 5 Motorsport mit mir, dem Zado. Ja, und hier die brandneue Xbox One ist bei mir im Einsatz aufgebaut. Und ich möchte hier meine ersten Erlebnisse direkt mit euch teilen. Wow, und hier geht direkt schon ein sehr schönes Video los. Eine neue Konsolengeneration. Xbox One. PlayStation 4. Das wird der Hammer, sage ich euch. Ich freue mich sehr, direkt eine Konsole zum Start bekommen zu haben, um direkt hier loszulegen. So, und wir sehen hier einige Autos. Alte, neue, Hochglanz. Das sieht alles sehr schön aus. Auch wenn wir uns, glaube ich, in einem Video befinden, trotzdem. So, drücken Sie A, um zu starten. Und wir melden uns an. Hallo Chris. So, Daten werden synchronisiert. Hier blind mit euch. Bei Forza Motorsport 5. So, Helligkeitsanpassung. Das passt, denke ich mal. Autos. Für einige sind sie nur ein Transportmittel. To some, they're just transport. A convenient alternative to highly flammable dirigibles or walking. But you understand, cars are far more than this. They are our history. They mark the moments by which we define decades. Cars are some of the most intoxicating, most beautiful things ever forged by mankind. They represent the glory of technology, the essence of freedom, and have been the weapons in some of our most gripping sporting battles. They grip us, they cheer us on, they hold us up as heroes. So this is about the love of all things four-wheeled and fast. This is a shrine to power, to speed, to metal made beautiful. This is where dreams are driven. Welcome to Forza. So, ja, willkommen zu Forza. Diese Hochgeschwindigkeits-Schauveranstaltung führt uns aufs Kopfsteinpflaster. Okay. Keine Sorgen, gewinnen zu müssen, schalten Sie einfach alle Lichter aus, drehen Sie die Lautstärke hoch und genießen Sie McLarens neues Meisterwerk. Durch einige der bahnbrechenden Technologien der heutigen Rennsport 916 PS. Boah. Fahren war nie einfacher, denn durch leistungsfähige Fahrhilfen lässt sich auch der kraftvollste Supersportwagen locker fahren. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die Chance, den McLaren P1 hautnah zu erleben. Öffnen Sie die Tür. So. Gehen Sie mit dem linken Stick zur offenen Tür. Steigen Sie ein. Starten Sie Ihr Auto und los geht's. Ah, um den Motor zu starten und... Boah, das sieht jetzt schon wirklich sehr schön aus. Sehr detailverliebt.
So, oh, es geht schon los. Drücken Sie den rechten Trigger, um Gas zu geben. Okay. Boah. Boah. Direkt mal einen Unfall gemacht zum Start. Naja, muss ja auch sein. Okay, aber jetzt ein bisschen konzentrieren. So, und ihr seht schon, ich installiere mir nebenbei noch einige Apps. Die Konsole habe ich auch gerade erst neu aufgebaut. Und da dachte ich, ich schaue mal im Store vorbei, was es dort so Schönes gibt. Und ja, da gibt es ein bisschen was. Eine Demo von Kinect Sports Rivals. Habt ihr ja gerade gesehen, wurde bei mir installiert. Mal sehen, ob ich es mal teste. So, ah, man kann auch zurückspulen, okay. Das ist ja auch gang und gäbe, ne? In den YouTube auch installiert, schön. Ja, gang und gäbe, ne? Mit diesem Zurückspulen. Wenn man mal einen Crash baut, kann man zurückspulen und diesen Streckenabschnitt quasi, ja, nochmal fahren, ne? Oder diesen Abschnitt, wo man den Crash gebaut hat, kann man dann nochmal fahren. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich, ja, wenn man das mal jetzt richtig hart nehmen, sehen möchte, nicht ganz realitätsnah. In echt kann ich auch nicht zurückspulen, wenn ich aus Versehen mal einen riesen Crash gebaut habe. Aber hey, mein Gott. Wir sind hier in einem Videospiel, was auf dem ersten Eindruck sehr schön aussieht. Und ich halte mal kurz meine Klappe. Und wir hören uns mal die Fahrgeräusche und die Motorengeräusche an. Insgesamt. Ja, ich würde sagen, hört sich sehr gut an. Ich kann es natürlich nicht ganz einschätzen, aber es hört sich nicht irgendwie billig an oder so. Kein Rasen mehr. Naja gut, wir sitzen ja auch in einem Auto. Oh, Rennen abgeschlossen. Schön. Ich glaube, wir sind sogar Erster geworden. Neues Abzeichen freigeschaltet, okay. Willkommen bei Forza Motorsport. Oh, herrlich. Das Rennen war nur ein Vorgeschmack auf das, was Sie noch erwartet. Auf Ihrer Reise durch die Welt des Automobils werden Sie noch viele schnelle Autos, alte Feindschaften und neueste Technologie erleben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, junge Dame. Schöne Proberunde hier, hat mir schon mal Spaß gemacht. Viele Autoarten wiederfinden. Von Oldtimern über Sportwagen bis Gran Turismo-Autos. Ihre Karriere beginnt mit der Modern Sport Compact Meisterschaftsserie. Doch bevor Sie Ihr Auto wählen, wollen wir von Top Gear noch mehr über die Gruppe erfahren. When, in 2012, Mr. Toyota and Mrs. Subaru announced the arrival of their twins, GT86 and BRZ, the world rejoiced. Here were two cars designed not to save the planet, nor to take your entire extended family to the seaside in a modular lounge environment. No, they were designed to make you smile. They were small, lightweight, skinny-tired, rear-drive, and affordable. This was the beginning of a new age for sporty motoring. Only it wasn't. If you looked hard enough, there've always been affordable cars designed to brighten up your day. Mazda especially has always provided for the enthusiastic driver. That's why it made the simple, wonderful MX-5 and the RX-8. The Honda S2000, meanwhile, is a complete screamer, and it's possible the same applies to the Hyundai Genesis. But I'm not sure, as it's only sold in Korea and the United States. Wählen Sie aus dieser Liste Ihr erstes Auto. Mit ihm werden Sie weltweit an vielen Rennen teilnehmen. Wählen Sie also das Auto, das Ihnen am meisten zusagt. Okay. Unser erstes Auto. Natürlich müssen wir wählen, ein RS3 Sportback. Gefällt mir persönlich ganz gut. Was haben wir hier? Ein 1er M, BMW, Genesis, Coupé von Hyundai, MX5, RX8, R3. Schöne Autos, ein Golf R. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube so,
Ja, wir können uns ja mal die Werte angucken. Beschleunigung. 7,5, der hat 7,8. Handling 4,9, 4,7 Geschwindigkeit. Aber ich würde sagen, wir bleiben einfach mal bei dem RS3. In den habe ich mich schon so ein bisschen verguckt gerade. Dies sind die für Sie zusammengestellten Designs aus der Cloud. Mit der Zeit erkennt die Cloud ihren Geschmack und richtet sich daran aus. Ah ja. Mein Geschmack wird hier also erkannt und dann kriege ich vielleicht auch noch personalisierte Werbung. Was nehmen wir denn hier von? Also, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, aber grüne Felgen, ich weiß nicht. Nee, das sieht zu... Forza 5. Was gibt's denn noch so Schönes? Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen was Schlichtes erstmal so zum Starten, nicht gleich so reinburnen. Ha, so zum Beispiel. Okay, mehr gibt es nicht. Dann würde ich sagen... Wo war's? Das hier gefällt mir noch ganz gut. So zum Start der Xbox One. Ich meine, ja gut, dann nehmen wir das. Design wird heruntergeladen. So, freies Umsehen mit X. Ach so, jetzt kann ich mir das Auto mal schön angucken. So, und wenn wir jetzt hier gerade schon so schön unser neu erworbenes Auto angucken. Oh, was ist denn da auf dem Dach drauf? So ein Puzzle. Haha. Vielleicht mal ein paar Worte hier zur Xbox One Hardware. Ja, ihr seht, das sieht wirklich sehr schön aus. Die Spiegelung hier weiß zu gefallen. Aber man muss ja sagen, Microsoft hat mit Forza schon immer echt sehr schöne Optik hingelegt. Ne? Also, da kann man ja echt nicht meckern. Echt schön. Aber ansonsten, Leute, ja, was haben wir in der Xbox so drin? Auf jeden Fall, Grafikchip ist DirectX 11.2 kompatibel, was schon mal positiv ist, und wir haben in der Xbox 32 MB SRAM. Ja, SRAM, fragen sich viele, ja, das ist einfach nur, um das Bandbreitendefizit des DDR3 Hauptspeichers auszugleichen. Von diesem haben wir übrigens 8 GB DDR3 2133 Arbeitsspeicher. Mit, ich glaube, 68 GB Bandbreite pro Sekunde in der Xbox One stecken. Ja, 3 GB davon sind fürs Betriebssystem reserviert und für Spiele bleibt 5 GB zur Verfügung. Sollte reichen, sagen wir mal so. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Wir haben USB 3.0 auf jeden Fall auch. Wir haben ein Blu-ray-Laufwerk. Ein Slot-In-Einschub, also man schiebt die DVD rein und die wird dann so aufgefressen, quasi, so einmal weg. Und Architektur, ja, also wir haben jetzt von der Power-PC-Architektur der Xbox 360 ist Microsoft jetzt weg. Wir sind jetzt mittlerweile bei der AMD64-basierten Technologie und damit wird es auch zumindest vorerst keine Abwärtskompatibilität zu Xbox 360 geben. Schade. Kann man also nicht GTA 5 einfach mal hier einlegen in Xbox One, das haut nicht hin. Und zur CPU bleibt vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Wir haben 8 64-Bit-Kerne, basierend auf AMDs Jaguar mit 4 MB L2-Cache. Und ja, ursprünglich 1,6 GHz, wurde aber jetzt hier zum Release auf 1,75 GHz angehoben. Da gab es jetzt zum Start ein Update hier von der Xbox One, wo das direkt erhöht wurde. Und ja, ich glaube, achso, Festplatte, wir haben 500 GB HDD, also auch keine SSD, aber ich muss sagen, bisher ist das noch in Ordnung, ich habe keine großen Ladezeiten bemerkt bisher und die Festplatte ist laut den Fakten nicht austauschbar, aber ich denke mal, da gibt es wieder findige Leute, die das auf jeden Fall austauschen können. Und ja, das war's so im Groben. Also DirectX 11.2 kompatibel, 32 MB SRAM,
8 64-Bit-Kerne, AMDs Jaguar mit 1,75 GHz, 8 GB DDR3 2133, Arbeitsspeicher und ja. Der Chip ist in 28 Nanometer Strukturbreite gefertigt und eine APU, also CPU und GPU auf einem einzigen Chip. Vielleicht noch so, das nochmal zu sagen. Und Stromverbrauch ist angegeben mit 100 Watt, also geringfügig mehr als die PlayStation 3 oder Xbox 360. Und laut Microsoft soll die Konsole aber trotzdem viel leiser sein. Ich muss ehrlich sagen, kann ich bisher bestätigen. Gut, ich spiele noch nicht lange, aber ich muss sagen, die ist wirklich relativ leise. Auch das Laufwerk haben sie irgendwie so konzipiert, dass man es nicht so laut hört. Also die 360, da hat man ja doch das Laufwerk schon teilweise doch stark gehört. Ja, das so mal kurz zur Zusammenfassung der Hardware. Und Kinect ist natürlich auch dabei. Hier in dem Fall Kinect 2.0. Ist ein verbessertes Kinect 1.0, sagen wir es mal so. Es funktioniert jetzt alles das, was mit Kinect 1.0 auch schon funktionieren sollte. Der Kinect-Sensor, ja, die Auflösung wurde auf 1080p erhöht. Und ja, ich habe das Kinect jetzt nicht direkt vor meinem Fernseher zu stehen, sondern irgendwo erstmal sozusagen. Ich nutze es im Moment noch nicht, kann also noch nicht viel dazu sagen. Ich brauche das nicht unbedingt, bin jetzt nicht so der ultra große Fan von Kinect. Aber was soll's. Es ist dabei. Man muss es auch anschließen. Und ja. Dann würde ich sagen, Auto haben wir gewählt. Und weiter geht's. So, Ihr erstes Auto erhalten Sie kostenlos. Im Laufe Ihrer Karriere erhalten Sie Credits, mit denen Sie weitere Autos kaufen können. Wollen Sie dieses Auto auswählen? Ja, möchte ich. Das ist Ihr 2011er Audi RS3 Sportback. Ja. Ha, cool. Hier in Ihrem Karriere-Homespace können Sie Autos individuell anpassen und auf Forza Vista zugreifen. Ihre erste Karriere beginnt mit 5 der besten Rennstrecken der Welt. Lauterbrunnen in der Schweiz. Okay. Heute begeben wir uns in die verschneiten Täler der Berner Alpen in der Schweiz. Entschuldigung. Frosch im Hals. Ja, jetzt das erste richtige Rennen quasi. Ja, man muss auch sagen, von der Hardware her, ne, sind die neuen Konsolen, man muss es leider so sagen. KI-Fahrer. Dank der Drivatar Cloud-Technologie treten sie immer gegen echte Spieler mit ihren speziellen Fahrstilen an. Okay, es gibt keine. Ja. Herkömmliche Rennspiele bedienen sich künstlicher Intelligenz. Doch hier werden sie gegen echte Spieler antreten. Drivatare sind das cloudbasierte Abbild der Fahrweise und Geschwindigkeit eines echten menschlichen Spielers. Okay, wird ja nicht unbedingt einfacher dadurch, muss man ja mal sagen. Was ich sagen wollte noch kurz zur Hardware, also ein aktueller High-End-PC, man muss es so sagen, ist der Konsole überlegen. Ja, da gebe ich euch recht. Aber, und das große Aber ist halt, bei den Konsolen können sich die Entwickler eben auf die Konsole konzentrieren, auf die Hardware der Konsole, können die Spiele dafür anpassen, entwickeln, entsprechend testen, und bei PCs hat man eben sehr, sehr viele unterschiedliche Konfigurationen, die man testen muss. Und ja, aber ganz ehrlich, es ist schon ein sehr guter Sprung, den wir hier mit der Hardware gemacht haben, und ich denke, aus der Hardware werden die Entwickler noch einiges rauskitzeln. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Planung.
So, Rennen starten. Gold gibt es 4100 Credits. Bei Silber haben wir 3100 Credits und bei Bronze 2100 Credits. Drivatar Schwierigkeitsgrad. Drivatar. Erfahrenere Drivatars erhalten sie Bonus-Credits. Je schwieriger, desto höher sind die Gewinne. Okay, das war klar. Ich würde sagen, unerfahren. Ich probiere mal Durchschnitt. Ich probiere es einfach mal. Mal sehen, wie es so läuft. So, Fahrhilfen. Dies ist eine realitätsgetreue Simulation, in der Ihnen mehrere Fahrhilfen zur Auswahl stehen. Im Fahrhilfenmenü können Sie die Einstellungen anpassen, um so den vollen Umfang dieser Simulation erleben zu können. Okay. Leicht, mittel, schwer. Moment, was ändert sich da? Leicht? Hier ändert sich nur die Lenkung normal. Aber ganz ehrlich, Leute, ich bleib mal auf normal. Ich bin nicht der beste Rennspielfahrer, das sage ich gleich mal vorneweg. Na gut. Dann Rennen starten, würde ich sagen. Und das sieht wirklich schön aus. Drei, zwei, eins und los geht's. Und wir sind wieder in der Cockpit-Ansicht. Und starten hier mit unserem RS3 durch. Wir müssen nachher mal schauen, vielleicht gibt es auch noch andere Ansichten. Aber die Cockpit-Ansicht, die ist natürlich immer schon, ja, ich muss sagen, sehr schön, ne? Das macht Spaß, da fühlt man sich so ein bisschen mittendrin. Noch mehr mittendrin fühlt man sich natürlich, wenn man ein Lenkrad hätte. Das habe ich jetzt hier nicht. Ich spiele mit dem neuen Xbox One-Controller. Der übrigens auch sehr schön in der Hand liegt, genauso wie der alte Xbox-Controller. Also da gibt es gar nichts zu meckern bisher. Ich finde nur, was mir so bisher aufgefallen ist, ich merke gerade in den Fingern, hinten auf den Pads hinten, wenn man Gas gibt oder bremst, sind jetzt auch Vibratoren im Controller drin. Das hatte Microsoft ja auch angekündigt. Und das merkt man wirklich. Das ist echt cool. Oh, Mist. Ah, der will mich abdrängeln hier. Oh, das ist echt... Ha, das ist echt witzig, dass man da so Vibrationen an der Fingerspitze fühlt. Fingerspitzen sind ja, glaube ich, auch sehr empfindlich, ne? Das ist ja schon echt gut überlegt, muss ich sagen. Wirklich überraschend mal was Neues. Zum Controller, was wollte ich noch sagen? Das Steuerkreuz ist meiner Meinung nach das Einzige an dem Controller, was vielleicht nicht ganz so gut gelungen ist. Ich finde es ist irgendwie so ein bisschen, ich muss mal schon fast sagen, wabbelig. Ja, es ist so ein bisschen wabbelig. Man kriegt nicht so wirklich ein Feedback, welche Taste man jetzt gedrückt hat auf dem Steuerkreuz, ne? Die Analogsticks dagegen, die sind wirklich klasse. Da gibt es nichts auszusetzen. So, und ich muss mich hier mal ein bisschen aufs Fahren konzentrieren, sonst landen wir noch im Graben. Aber, das mit dem Steuerkreuz ist auch Kritik auf hohem Niveau, das sage ich dazu. Perfekte Kurve. So, ich kann mich gerade gar nicht auf die Landschaft konzentrieren. Ich habe nur mal so einen Blick schweifen lassen. Ihr könnt euch die Landschaft ja mal ein bisschen genauer angucken. Ich ja hinterher auch, wenn ich hiermit fertig bin mit dem Video. Aber wenn ich so sehe hier, das sieht echt schön aus. So, man merkt jetzt hier auch wirklich natürlich, die Fahrhilfen werden aktiv. Der Audi bremst hier automatisch. Also ich denke, wir können die Fahrhilfen nächstes Mal auf Mittel stellen.
von leicht auf mittel. Das sollte ich noch packen, denke ich mal. Weiß ich natürlich auch nicht genau. Aber gut, wir wollen mal nicht gleich hier so angeberisch sein und gleich alles auf hart stellen. Denn wir sind auch, ja, beim ersten Rennen. Und ich glaube, es wird nicht einfacher. Ja, ansonsten, die Spielanzeigen, ne, oben rechts, Gesamtzeit, die Rundenzeit, oben links, unser aktueller Platz, 1 von 16, unten links, Rundenanzahl und eine kleine Minimap, wo wir uns gerade befinden und wo die Gegner kommen, unten rechts, wie schnell wir gerade fahren und Temperatur und Gang. Rennen abgeschlossen. Erster Platz. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Der RS3 fährt sich gut. Schönes Auto. Mit jedem Rennen erhalten Sie Credits und EP. Mit Credits können Sie neue Autos und Upgrades kaufen. Okay, das hatten wir auch schon mal gehört, ja. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Fahrerstufe erreichen, erhalten Sie Bonus-Credits. Okay, wir sind Fahrerstufe 1. Affinitätsstufe sind wir noch 0. Ihr Driver-Tar wertet Daten über Ihr Fahrverhalten aus, wie Sie überholen, Kurven schneiden und mehr. Nach einigen Rennen ist Ihr Driver-Tar dazu bereit, an Ihrer Stelle gegen die Community anzutreten. Das ist aber auch interessant, muss ich sagen. Diesen Driver-Tars. So, was kann man machen? Man kann jetzt das Video speichern, also die Wiederholung von dem Rennen. Wir können uns das Video auch nochmal ansehen. Oder fortsetzen. Ich würde sagen fortsetzen. Forza setzen. So, verlasse Alps Festival. Heute geht es nach Dunsfold in England, wo die TV-Show Top Gear und ihre Teststrecke beheimatet sind. Ah, Top Gear. Kenne ich auf jeden Fall aus dem Fernsehen. Ein bisschen was von gehört. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gesehen. Habt ihr das schon gesehen, Top Gear? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Muss ich mal reinschauen. Es sollen ja echt Verrückte sein, ne? Die da alles mit Autos machen, was irgendwie geht. Welcome to London, one of the greatest cities on earth, where millions of tourists flock every year. Using advanced modeling techniques and a large airfield in Surrey, we have constructed this perfectly accurate recreation of driving in England's historical capital. Construction signs, closed road lanes, rubbish bins, you'll have to avoid all these traditional London milestones in the Top Gear London Simulation Challenge. So, die Top Gear London Herausforderung. Kämpfen Sie auf der Top Gear Teststrecke London um die Goldmedaille. So. Na gut, ich starte das Rennen einfach mal jetzt, ohne nochmal irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Unser Xbox One RS3 ist ready. So, und schauen wir mal, was das hier für eine Herausforderung sein soll. Wow. Wow. Mülltonnen. Oh, hier fliegt einiges durch die Luft. Boah. Wow.
Und macht mal Platz, lasst mich mal durch. Ah, Mist. Ja, das läuft alles schön flüssig hier. Von den FPS-Zahlen. Ich sehe die FPS-Zahlen zwar nicht, aber ich kann sowas meistens ganz gut einschätzen, glaube ich jedenfalls. Und ich meine, es sind ja doch ein paar Autos auf der Strecke jetzt unterwegs und es muss ja auch einiges an Physik berechnet werden. Boah, das war geil gerade, die Aktion. Boah. Aber jetzt, wenn man der Erste ist, dann muss man hier alles selber wegschieben. Von den ganzen Zeugs, was hier so rumsteht. Der Big Ben! Alles hier schön nachgebaut. Die London-Wahrzeichen. Aber ganz ehrlich, Leute, macht denn Top Gear sowas hier wirklich so? Bauen die sich wirklich so Mülltonnen so auf die Strecke und... Boah, ich muss mich konzentrieren. Und holen sich dann wirklich so ein paar Fahrer, die dann da alles umwälzen, was geht? Aber selbst wenn sie es nicht machen, egal, es macht Spaß. So, im Cockpit sehe ich auch gerade, haben wir auch einen Rückspiegel, logischerweise. Aber der ist mir gerade erst aufgefallen. Der Innenspiegel, oben rechts, gerade zu sehen. So, letzte Runde. Und wir haben es geschafft. Rennen abgeschlossen. Erster Platz. Gold. Neues Abzeichen und neuer Titel. Motorenstart. Das ist mein Baby. Affinitätsstufe Ihres Autoherstellers erhöht, steigt auch dessen Auszahlungsbonus. Mit jedem bestrittenen Rennen erhalten Sie Bonus-Credits entsprechend der jeweiligen Affinitätsstufe. Okay, Auszahlungsbonus jetzt 5%. Schön. Driver Tar hat erste Daten ausgewertet. Aber für die Rennstrecke werden noch mehr Daten benötigt. So, und direkt mal weiter ins nächste Rennen. Heute geht es nach Yas, eine künstlich vergrößerte Insel im Meer vor Abu Dhabi, auf der sich der Yas Marina Circuit befindet. Abu Dhabi. Na, mal schauen. Sieht ja ganz gut aus. Boah, das sieht ja echt... Boah. Designtechnisch echt gut aus, so. Naja, aber sagen wir mal speziell, ne? Nicht negativ gemeint, das sieht aber speziell aus. So, 13:35, das schönes Wetter. Zu ergattern. Nur so erhalten Sie die maximale Belohnung für Ihren Schwierigkeitsgrad. Auch wenn man innerhalb der Goldmedaillenbestenliste aufsteigt, bleibt die Belohnung gleich. Für eine höhere Belohnung müssen Sie den Schwierigkeitsgrad des Driver-Tars erhöhen und Gold gewinnen. Ja, kann ich mir vorstellen, aber junge Dame, ich möchte noch ein bisschen üben vorher. Bevor ich hier den Schwierigkeitsgrad erhöhe, ich bleibe erstmal dabei, so wie er ist. Wow,
Das gibt's doch nicht. Da wird man hier von hinten abgedrängt. Und wieder 16 Fahrer hier. Nein, ich will nicht zurückspulen. Hallo, die paar Crashes hier. Und eine Abkürzung nehmen sollte man nicht. Das ist, glaube ich, in Forza auch verboten. Denn man muss es ja sagen, ne? Forza ist ja schon mehr das realistische Rennspiel. Wer wirklich Arcade-lastiges sucht, der muss wirklich zu Need for Speed. Vielleicht Rivals oder so, kann man jetzt auch erst raus. Werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Gutes Überholen, okay. Also es ist erlaubt, so die Kurve so doch, naja, bis zum Äußersten zu schneiden. Oh, warum bremst denn der so stark? Oh, das gibt's doch nicht. Junge, mach Platz. Mann. Wo habt ihr alle nur euren Führerschein gemacht, Freunde? So, mal sehen, ob wir hier auch den ersten Platz schaffen. Ich weiß es noch nicht. Ist schon die zweite Runde. Zweiter. Das schaffen wir doch noch, oder? Komm, vorbei. Oh nein. Jetzt schneide ich ihn. Zack. Ja, Freunde, und wer diese Pfeile hier auf dem Boden nicht kennt, ich sag mal, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, das kennt nicht jeder. Es ist gang und gäbe seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, welches Spiel es eingeführt hat. Es wurde irgendwann mal eingeführt. Da sieht man eben dann anhand der Farbe, ob die Geschwindigkeit passt oder nicht für den jeweiligen Streckenabschnitt. Rennen abgeschlossen. Erster Platz. Und wir haben wieder ein paar Credits gesammelt. 2520. Affinitätsbonus haben wir jetzt auch bekommen. Nochmal 120 dazu. So, unsere Erfahrung steigt auch. Der Driver-Tar tritt jetzt in Rennen auf der ganzen Welt gegen andere Spieler an. Er wird auch Credits sammeln. Also kommen Sie immer mal wieder vorbei, um Ihre Belohnung einzusammeln und nach Ihrem Driver-Tar zu sehen. Ach, das ist ja schön, dass mein Driver-Tar Credits für mich sammelt. Wunderbar. Besser könnte es ja gar nicht sein für mich. Design liken. Uns ist aufgefallen, dass Sie dieses Design schon einige Male verwendet haben. Ein Design zu liken kann Ihre Bewertung steigern. Möchten Sie dieses Design liken? Ach ja, warum nicht? Design-Fan. Erfolg freigeschaltet. Kunstmäßen. So, und wir verlassen jetzt Abu Dhabi. Als nächstes begeben wir uns auf die steilen Kurven des Mount Panorama Circuit in New South Wales, Australien. Australien. Na, mal schauen, ob uns ein Känguru über den Weg hüpft. Oh, die Musik ist auch immer so episch hier im Menü. Mehrere Fahrhilfen sind standardmäßig eingestellt. Indem Sie diese abstellen, erhalten Sie höhere Belohnungen. Jedoch wird so die Fahrzeugbeherrschung erschwert. Ja. Na gut, Leute, ich riskier's mal auf Mittel.
mit 5% mehr. Bonus, wobei er lohnt sich. Naja, lohnt sich kaum. Profi, Veteran. Boah, Veteran, niemals. Bei Mittel ändert sich nur die Lenkung. Ich teste es einfach mal. So, jetzt wollte ich mir mal zeigen lassen, was diese Startaufstellung ist. Zardo auf Rang 8, okay. Achso, da sieht man dann, wer und welches Auto. Aber wenn das alle echte Fahrer sind, sozusagen, oder Driver-Tars, echt krass, ne? So von den Namen her passt das ja auch. Das waren irgendwie wirklich irgendwelche Leute von Xbox. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das alles mal in echt gefahren wurde, was man hier gerade so vor einem sieht. Irgendwie, ich weiß nicht. Also ich würde die Rennen dann extrem schwer finden, ne? Weil gerade menschliche Spieler sind ja meistens die, die gewinnen sollten, zumindest. Ja, und die geben ja auch Gas hier, ne? Sieht man ja auch. Krass. Okay, und wir überholen die alle mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass die irgendwo doch noch verlangsamt werden oder so. Ich meine, da brauchst du ja bloß einen Spezi dabei zu haben. So ein Veteran von mir aus oder so, der nichts spielt außer Rennspiele. Und ich meine, der zieht dich ja ab hier. Oder? Ja, und das mit der Lenkung habe ich bisher ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig wahrgenommen, damit die jetzt irgendwie schlechter ist. Noch geht's. Ein Audi R8. Habe ich sofort gelesen, da oben das Schild. So, und mach dich mal vom Acker hier, komm. Und du bremst mir zu stark. Da kann man auch durch die Kurven hier durchwälzen. Und wir sind Platz 1. Sehr schön. Also ich bezeichne mich auch nicht unbedingt als der schlechteste Rennspieler, ne? Aber wie gesagt, es ist... ich spiele sowas nicht so oft. Dann liegen mir Shooter zum Beispiel ein bisschen besser. Generell bin ich aber eigentlich eher der Allrounder. Muss ich auch mal sagen. Oh, da kommt von hinten aber einer ganz schön schnell angebrettert. Der ist mir auch sehr nah auf dem Fersen. Das ist bestimmt der Veteran, von dem ich geredet habe. Mach dich weg, Veteran. So, wo ist der? Okay. Wir haben schon ein bisschen Abstand gewonnen. Aber gerade hier auf den Flächen, wo man richtig beschleunigen kann, habe ich das Gefühl, dass der RS3 da nicht die schnellste Kiste ist. Sondern so im Kurven und so spielt er so seine Vorteile aus. Ich glaube, bei der Beschleunigung, da sind uns hier einige ein bisschen voraus, einige andere Autos. So, ich frage mich gerade, ist das jetzt schon das 5. Rennen? Wir sollten ja 5 Rennen fahren zum Start. Oder ist es das 4.? Ich weiß es gar nicht.
Wir werden es gleich sehen. Ich muss ehrlich sagen, die Strecke hat schon ein bisschen mehr Anspruch als die vorherigen. Die ist natürlich noch gut fahrbar. Es gibt bestimmt durchaus Strecken, die viel schwieriger sind zu meistern. So, und die Karre ist mir jetzt hier schon ein paar Mal ausgebrochen, aber durch Gegenlenken, oder wollte ausbrechen, durch Gegenlenken habe ich sie immer schön wieder in die Spur lenken können. So, hier ist wieder die Gerade. Hier muss ich echt schon mal jetzt schön, dank dem Vorsprung, denke ich mal, schaffen wir das auch noch jetzt hier relativ locker. 215. 220. 30. So, wir müssen gleich wieder bremsen. Jetzt nämlich. So, und gleich haben wir es geschafft. Yeah! Rennen abgeschlossen. Erster Platz, Gold. Neues Abzeichen freigeschaltet und Titel Goldmedaillengewinner. Und ich würde sagen, die Lenkhilfe können wir wirklich auf Mittel lassen. Das ist okay. Zumindest bei dem Audi macht sich das trotzdem noch ganz gut. Affinitätsbonus wieder bekommen. 5% dann halt auch für die Fahrhilfen bekommen, nochmal mehr. So, jetzt kann man hier wieder fortsetzen drücken. Also gibt es noch ein Rennen zum Start, oder? So, und wir verlassen wieder Australien. Die Veranstaltung führt uns zum Sebring International Raceway in Florida. Heimat des 12-Stunden-Rennens von Sebring. 12-Stunden-Rennen. Aber nicht jetzt, bitte. Das ist mir ein bisschen zu lang. Entscheidungsrennen sind genau auf Ihr Auto zugeschnitten. An wichtigen Punkten ihrer Karriere treten sie gegen Größen der Szene, bei technisch herausfordernden Rennen oder bei Schaurennen für Hersteller an. Okay. Fahren sie gegen ein Feld an Gegnern, die auf ihr Auto abgestimmt sind. Glückwunsch! Sie haben das Finale ihrer ersten Serie erreicht. Weiter so. Ach, das Finale, okay. Na dann, auf geht's ins Finale. Finale. Wow. So. Jetzt muss der Audi nochmal zeigen, was er kann. Und wir auch. Oder ich eher. So, erste Kurve kommt. Ich werde mal ein bisschen nach links. Und mal schon wieder. Oh. Ein paar. Oh, das gibt's nicht. Okay, jetzt wird's wirklich mal Zeit, zurückzuspulen. Die haben mich einfach weggedrängt. Ich fasse es nicht. Die sind ja nicht besser als ich. Ich bremse mal ein bisschen diesmal. So. Der hat mich hinten am Heck getroffen und zack. Habe ich mich gedreht. Böser Bub. Aua. Gruppenkuscheln. Auf der Rennstrecke. Oh, nicht auf dem Gras fahren, das merkt man dann doch. Auch wenn man nur mit zwei Rädern drauf ist. Oh, oh, hier hätte ich mehr bremsen müssen. Die Kurve habe ich ein bisschen unterschätzt.
So schön vorsichtig vorbei moven. An die Kollegas hier. So, und wir sind Dritter. Das ist schon mal ganz okay. Wir würden schon mal Bronze bekommen. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, hier noch eine bessere Platzierung zu erreichen. Und hoffentlich keine schlechtere noch. Oder gar keine. Vielleicht crashen wir vorher das Auto und kriegen nichts. Möchte ich nicht ausschließen. So, und er hat mir direkt angeboten, zurückzuspulen, als ich da so ein bisschen über den, ja, hier so über diesen Asphalt gefahren bin, so an der Seite. Wird also doch nicht unbedingt so gern gesehen, wie es aussieht, aber mir egal. Oh, und der Typ da vorne, der ist echt schnell, der Erste. Gucken, ob wir den noch kriegen. Komm schon, Audi. Boah. Er hat sich gerade ganz schön angestrengt in der Kurve, aber wir haben ein bisschen aufgeholt. Ah, jetzt aber wieder auf der Geraden hier, ne? Da haut der ab. Da kommen wir mit dem Audi einfach nicht hinterher. Wir müssen versuchen, in der Kurve wirklich jetzt unser Geschick auszuspielen. Aber auf der Strecke hier gibt es eine Menge Abschnitte, wo man wirklich mal Gas geben kann. So, jetzt vielleicht. Ja, ja, komm. Ah, er ist rechts neben mir. Jetzt ist er hinter mir, glaube ich. Wo ist er denn? Okay, er ist hinter mir. Ja, sehr schön. Er ist da. Und jetzt bloß die Ruhe bewahren. Scheiße. Die Kurve war extrem beschissen gefahren von mir. Aber ich spule nicht zurück. Ich versuche es weiter jetzt durchzuziehen. Und der Audi kommt. Das ist auch ein Audi. Oh nein! Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Leute. Ich sag's euch. So, und wir haben ja ein bisschen Vorsprung, weil wir die Kurve ein bisschen besser nehmen als der, glaube ich. Aber manche Kurven nicht. Ich habe nämlich zwei Kurven gerade extrem versaut. So, und er ist uns immer noch an den Fersen, also der weicht auch so schnell nicht ab. Komm schon. Nicht raus aus der Kurve drehen. Oh, komm, durch. Weiter, los. Und das sieht gut aus für uns, das sieht gut aus für uns, Leute. Wunderbar. Erster Platz. Gold. Schönes Ding. So, durch die Fahrhilfen wieder 5, Affinitäts 5, zurückspulen. Ach so, klar, durch zurückspulen, ja, kriegt man natürlich auch Malus. Und neue Fahrerstufe. Schön. Gibt auch gleich nochmal ordentlich Credits dazu. 15.750. Neues Abzeichen und neuer Titel freigeschaltet. Ja, und fortsetzen, ne?
Glückwunsch zum Abschluss Ihrer ersten Meisterschaftsserie. Für jede abgeschlossene Meisterschaftsserie gibt es Bonus-Credits. Wählen Sie nun eine andere Serie oder fahren Sie die Bonusrennen dieser Serie. Bonusrennen gibt es also, okay. Serienauszahlung 30.000 Credits. Freigeschaltete Bonusveranstaltungen 8. Auf Ihrer Reise durch geschichtsträchtige Feindschaften und neueste Technologie erwarten Sie in jeder Liga neue Autos, Herausforderungen und Belohnungen. Bonusrennen. Fahren Sie weiter in Rennen in Bonusveranstaltungen, die Sie auf neue Strecken führen. Was haben die so zur Auswahl? Okay. Kann man die eigentlich auch später fahren? Ihre Karriere erstreckt sich über viele verschiedene Wettkämpfe und Interessengebiete. Welchen Bereich möchten Sie zuerst erforschen? Ja, kompakt, Sportwagen, Gran Turismo, Exoten, Oldtimer, Special, Rennwagen. Ich würde sagen, wir bleiben mal erstmal bei den Kompaktsportwagen, oder? Ja, würde ich sagen. Machen wir erstmal eins zu Ende. Serien für Sie bereit. Jeder hat ihre eigene Auswahl an Autos, Herausforderungen und Belohnungen. So, und hier können wir jetzt, genau, hier können wir die Bonusstrecken noch fahren. Das waren jetzt 5 Stück, ne? Genau. Diese 5 haben wir gerade gemeistert mit Gold. Warum steht da eigentlich unten links Gold, 3. Platz? Achso, man muss für Gold den 3. Platz erreichen, oder wie? Gar nicht 1. unbedingt? Wie sieht's denn hier aus? Back in the 1960s, when petrol was free, the recipe for making a sports car was very simple. You stuck a big engine in the front, and then you took it out again and replaced it with an even bigger one. But then, in 1973, the Middle Eastern men who made all the petrol decided they didn't want to give it away for free anymore. Fortunately, some clever men in Japan had a very wise idea. Instead of enormous engines, they would create sportiness by making their cars small and light, with small and light engines. It was a philosophy that produced affordable classics like the Toyota Sprinter Trueno GT Apex. Later, that same philosophy gave us the Mazda Miata, or MX-5. In fact, it's a philosophy that's still creating some of the very best driver's cars out there. They might not be big, but they're often clever, and they will always put a smile on your face. So, wir müssen ein Auto kaufen. Wir haben 81.442 Credits und Gutscheine 100 GS. So. Und der kostet zum Beispiel 46.000, Gutscheine kostet dann 79. Und oben rechts steht noch eine Zahl in Gelb, 497. Ich weiß gar nicht, was die genau bedeutet, weiß ich nicht. Wird berechnet. So, und die gefallen mir hier irgendwie, naja. Der ist noch in Ordnung hier, muss ich sagen. Toyota MR2 GT 95er Baujahr. Der ist auch okay. Ja, die sind alle nicht so hübsch, meiner Meinung nach. Aber auch nicht unbedingt die schlechtesten. Der ist auch schon beispielsweise ganz hübsch hier. Ach so, das Plus heißt empfohlen, ne? Die hier sind also nicht empfohlen. Vielleicht sollte man dann erstmal eine. Aber ich muss ehrlich sagen, was gibt's denn noch so? Rallye-Wagen, Allrad Hot Match, frühe Hot Hatch, Super Minis. So, ich würde sagen, wir fahren hier einfach nochmal. Einfach nochmal hier diese Strecke hier, Veranstaltung Mazda Raceway Laguna. Heute geht's ins sonnige Kalifornien zum Mazda Raceway Laguna Seca. Die Strecke wurde über einer ausgetrockneten Lagune errichtet. Ich kann mich nämlich gerade noch nicht entscheiden.
was ich weiter mache. Deswegen bleiben wir erstmal in unserem alten Cup und fahren dann noch eine Runde. Wir sind ja gerade mit dem RS3 auch so ein bisschen eingefahren, von daher können wir das ruhig machen. Ich weiß gar nicht, ob es auch Tuning gibt oder so in dem Spiel. Bin ich mir gar nicht sicher. Finden wir bestimmt auch noch raus. Bei jedem Rennen werden Sie herausgefordert, die Rundenbestzeiten Ihres Freundes zu schlagen. Rundenbestzeiten werden für jede Strecke und Autoklasse gespeichert. Wie viele Rekorde können Sie brechen? Ich glaube nicht so viele. Gute Frau, glaube ich nicht. Aber wir müssen auch eine Portion Selbstvertrauen haben hier, sonst klappt das nicht. Und los geht's. Nächstes Rennen. Karaoke Freak ist der nächste Rivale, okay. So, bremsen. Wow. Versuchen ein bisschen wieder hier zu schneiden. Bisher haben wir ja wirklich meistens in Kurven überholt, muss ich sagen. Na gut, warum nicht? So, und ich glaube, das ist einfach Standard, dass wenn man hier über den Sand fährt oder übers Gras fährt oder so, dass halt direkt angeboten wird, zurückzuspulen. So, und hier können wir jetzt mal überholen. So, und die bremsen immer so stark. So, und der Duke Dusk, wie heißt der? Weiß ich nicht. Oh, ich kann gar nicht lesen, wenn ich hier fahre. Dusk 11. Mein nächster Rivale. Oh, das gibt's doch nicht. Der will aber auch keinen Platz machen. Oh. So, und hier müssen wir diesmal 3 Runden fahren. Huch. Und wir haben einen neuen Rivalen bekommen. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wie dieses Spiel überhaupt ausgesprochen wird. Also vorhin in den Videos, da sagte man Forza. Ich sagte zum Anfang vorhin, glaube ich, Forza. Forza können wir auch sagen. Der Buchstabe Z gefällt mir ja. Wisst ihr ja. So, 2. Runde haben wir auch geschafft gleich. Und wir haben irgendjemanden wieder geschlagen. Drafty Grunt ist der nächste Rivale.
Leute, ich bin zufrieden, wenn ich die Rennen überhaupt schaffe. Da braucht er mir nicht noch andauernd Rivalen hier aufbürden. Wie sieht's eigentlich mit bei euch aus, Freunde? Holt ihr euch auch eine Xbox One? Ich spiele ja hier gerade zum ersten Mal mit euch direkt zusammen, blind. Deshalb kann ich auch noch keine klare Empfehlung aussprechen. Ich habe ja noch ein anderes Spiel in petto, was ich noch testen muss. Das werde ich auch blind mit euch anfangen. Sollte auch im Laufe des Tages heute noch auf meinem Channel zu sehen sein. Das zweite Spiel, was ich mir mitgeschnappt habe im Regal. Beim Händler. Falls nicht, dann spätestens morgen. So, aber wir haben jetzt erstmal das Rennen geschafft. Wunderbar. Ja, ein bisschen verbeult, zerdeult. Mein Gott! Da muss man durch als Rennfahrer. So, nicht mehr weit bis zur nächsten Stufe. Sie gebrochen haben und wer ihr nächster Gegner ist. Drücken Sie X, um direkt in den Rivalenmodus zu springen. So, Platz 473. Mann, da bin ich ja echt noch gut, muss ich sagen. So, und damit haben wir hier wieder eine Strecke mit Gold beendet. Schön, schön. Neu. So, und oh, man kann sich hier erstmal eine Liga aussuchen. Dann kann man sich hier drin dann Meisterschaftsserien aussuchen. Krass. Es gibt eine Menge hier zu tun, eine Menge zu fahren. Soll ja auch so sein. Man soll ja nicht so schnell durch sein. Finde ich schön. Okay, Freunde. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier an der Stelle für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen hier beim Forza 5 Let's Play mit mir, dem Zado. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich werde mir noch eine Menge Vergnügen haben mit der Xbox One und mit den Spielen dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Zockt fleißig da draußen. Bis dahin. Ciao.